Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und Topsch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Matchtower Guide präsentieren. Heute soll es um den Heal Druid gehen und da war ich jetzt mittlerweile auch in der Lage, die vierte Druid Challenge abzuschließen. Und dementsprechend wollen wir uns jetzt mal angucken, mit was für einem Gear solltet ihr spielen, mit was für einer Skillung, mit was für Sockeln, Consumables und Konsorten. Und dann wollen wir uns den Fight nochmal anschauen, erkläre ich euch ein bisschen die Fähigkeiten bzw. wann ihr am besten was zieht. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, den Tower zu spielen, also mit verschiedenen Skill-Kombinationen. Ich zeige euch jetzt mal meine und kann euch dann nochmal ein bisschen was dazu erzählen, was man theoretisch auch machen kann. Als allererstes, was gibt es durch den Mage Tower? Durch den Mage Tower gibt es ein schönes Transmog-Set. Das ist das hier vom Druid. Gibt für jede Klasse quasi eins und dann gibt es noch eine nette Achievement bzw. eine Heldentat. Wenn ihr einen Tower abgeschlossen habt, gibt es diese Heldentat hier. Ein turmhoher Erfolg und wenn ihr alle 7 Challenges abgeschlossen habt, da braucht ihr halt dann ein paar mehr verschiedene Klassen, weil der Druid nur 4 Challenges abschließen kann, gibt es dann die Tour de Turm und da gibt es dann auch ein schickes Mount, wo wir dann hier so einen, ja, Folianten bekommen. Den habe ich leider noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall dran, den zu erspielen. Gut, soweit zu den Belohnungen. Jetzt gucken wir uns an, wo der Mage Tower ist. Wir sind einmal hier in Legion auf der verheerten Küste und hier unten während des Legion Timewalker Events, was im ersten Timewalker Event von Legion 4 Wochen geht und danach halt immer eine Woche, könnt ihr das Ganze angehen. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal mein Gear an. Ich habe ziemlich das gleiche Gear angelassen, wie ich auch schon in der Katzen-Challenge hatte, beziehungsweise der Eulen und auch jetzt hier für die Heiler-Challenge. Also ich habe mir eigentlich ein Gear gebastelt und das für alle Challenges genommen. Das Gute ist, ich habe mir für die Eulen-Challenge ein Gear gebaut, was ich als Leder basteln kann mit Sockeln. Und zwar mit einmal Tempo Mastery. Also ich habe hier auf jedem Teil, seht ihr, fast auf jedem Teil hier ist Crit drauf, aber auf den meisten Teilen Tempo Mastery drauf und dann nochmal Mastery gesockelt. Ich habe mir sagen lassen, theoretisch wäre es sinniger für die Eulen Challenge nicht Mastery zu sockeln, sondern Int. Ich habe auch eins, wo Int sockelt drin, wie ihr hier seht. Nur, das war mir dann ein bisschen zu teuer, alles mit Int zu sockeln. Hier kostet ein Stein 15.000 und wenn ich da 20 Steine drauf sockel, dann könnt ihr euch ausrechnen, ist das ja auch teuer. Wenn die bei euch auf dem Server günstig sind, die epischen Int sockel, dann kauft die, haut Int rein, sonst, ich habe es jetzt mit tatsächlich Mastery gemacht. Ihr solltet, wenn ihr euch kein Gear craften wollt, am besten schauen, dass ihr A, möglichst viele Sockel drauf habt, B, ein Gear habt, das halt möglichst Tempo Mastery am Start hat. Was ich euch empfehlen kann, ihr könnt sowohl Ringe als auch den Hals mit jeweils einem Sockel von dem Juwe bauen lassen, auch mit den idealen Stats aus Shadowlands und das ist relativ günstig, das brauchen wir nämlich auch zum Skillen. Dann, das Ledergear, was ich habe, ist aus MOP. Das kann man sich zum Beispiel als Lederer bauen. Und da ist dann die Möglichkeit, dass man sich hier diese PvP-Teile hier craftet. Und bei denen ist es dann so, dass man sich hier so einen Relikt draufhauen kann. Dann kann man sich nämlich erhöhen auf Item Level 54 oder auf 58. Den Vorteil mit 58 ist einfach, dass man dementsprechend die noch mit alten Verzauberungen verzaubern kann. Habe ich jetzt persönlich nicht gemacht. Man könnte aber das 58er Gear herstellen, auf die Hose noch eine Hosen-VZ draufpacken, auf dem Gürtel nochmal ein extra Sockel. Also da gibt es Möglichkeiten. Das Ganze in die Tiefe habe ich schon mal in meinem Komplett-Mage-Tower-Guide erklärt, wo es dann komplett in die Gear-Tiefe geht, beziehungsweise Consumables und andere Geschichten. Werde ich euch nochmal verlinken. Ist nicht unbedingt notwendig. Kann aber helfen tatsächlich. Mit was habe ich noch gespielt? Ich habe hier, seht ihr, verschiedene Legendary-Gegenstände an. Die sind im Mage Tower alle deaktiviert. Aber zum Beispiel der Rücken bzw. der Hals, die haben 3 Sekundär-Stats drauf. Und das ist ganz praktisch, die mitzunehmen. Hat man ein bisschen mehr Stats. Der Ring bringt eigentlich gar nichts mehr. Der hat eigentlich das gleiche wie hier. Es wird ja alles eh auf Item Level 50 runterskaliert. Deswegen, ja. Übrigens, falls ihr es nicht wusstet, im Mage Tower gehen weder Legendary-Effekte noch Conduits, Covenant-Effekte. Die Artefaktwaffe geht auch nicht. Ich habe die nur angelegt, weil ich keine andere Heilerwaffe habe tatsächlich. Besser wäre hier noch eine gewesen mit Sockeln, eine Waffe. Und zu den Verzauberungen kann ich jetzt euch das mal kurz zeigen, was ich verzaubert habe. Ich habe einfach himmlische Führung hier auf die Waffe verzaubert. Ganz normal Mastery hier auf die Ringe. Dann hatte ich auf dem Umhang ausdauernd Lebensraub und hier habe ich einfach 30 Werte drauf. Wie gesagt, wenn ihr die anderen Items auf 50 genau habt oder auf 48 hergestellt, kann man die auch noch mit den alten Classic, Burning Crusade, Wattle und was weiß ich für Verzauberungen drauf verzaubern. Muss man halt gucken, ob es das wert ist für die einzelnen Items. Dann zu den Trinkets. Ich habe einmal gespielt mit dem hochgeborenen Kompendium der wirbelnden Flut. Das ist einfach ein Item, das ein Inschriftenkundler herstellen kann. Habe ich mir kurz im Haar gekauft.
gekauft, hat bei mir jetzt 10.000 Gold gekostet. Vielleicht könnt ihr es euch selber herstellen, ist eigentlich so ein Billo-Item. Und es ist ganz praktisch, gibt, wenn man heilt, noch einen Absorbschild zusätzlich auf die geheilten Ziele und das ist ja eine nette Sache. Dann habe ich gespielt mit dem Rechengerät im Taschenrechnerformat, das ist das Mechagon-Trinket. Und habe mir hier die zyklonischen Beschuss einen Sockel reingepackt. Dann kann ich noch ein bisschen rauslasern und dementsprechend noch ein bisschen extra Schaden machen. Soweit zum Gear. Dann kommen wir zu der Skillung, würde ich sagen. Oder wir gucken uns erstmal die Consumables an, dann schauen wir uns die Skillung an. Zu den Consumables. Ich habe gespielt mit einer Flask. Einmal großes Fläschchen der unbedeckten Tiefen. Das ist quasi die Flask. Aus, glaube ich, BFA. Die skaliert einfach am besten. Verschiedene Flask haben verschiedene Werte, wenn sie runtergescaled werden im Timewalker und das ist die, die am meisten Sets bringt. Dann ganz normal mit dem Schattenkernöl aus Shadowlands. Dann mit der Blutwurst von, nee, aus Boralos. Das ist einfach ein BFA-Rezept. Habe ich mir auch mal Haar gekauft. Dann gibt es die Kriegsrollen der Intelligenz. Bringt 3% Intelligenz. Habe ich auch mal Haar gekauft. Dann haben wir einmal die ja, Verstärkungsrune, die bringt einfach noch ein bisschen mehr Mainstat. Das sind soweit die Consumables, die ich vorm Kampf genommen habe. Zusätzlich habe ich dann noch die Trommeln. Trommeln der tödlichen Wildheit ist ein HT-Buff. 15% mehr ja, Tempo hat man für 40 Sekunden. Das ist auf jeden Fall eine nette Geschichte, die solltet ihr dabei haben. Und dann habe ich noch als Pots überlegener Kampftrank der Intelligenz. Die skalieren tatsächlich auch am besten. Dann habe ich einmal spiritueller Heiltrank dabei. Der skaliert auch ganz gut im, ja, im Timewalker, Match Tower. Und dann spiritueller Mana-Trank noch als quasi Mana-Pot. Das sind soweit die Consumables, die ich hatte. Dann schauen wir mal in die Skillung rein. Ich habe einmal Überfluss geskillt, dann die Erneuerung, dann die Gleichgewichtsaffinität, dann einmal hier den mächtigen Hieb, dann quasi Inkarnation, Baum des Lebens, dann Frühlingsblühen und Gedeihen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe das gespielt und ich spiele sonst kein Hildred. Ich habe nach irgendwie x Tries erst gemerkt, dass ich den Baum geskillt habe und mir rausgezogen. Den braucht man nicht unbedingt. Wenn ihr lieber mit einem von den anderen beiden spielt, könnt ihr auch machen. Ich habe fast alle Tries, die ich gespielt habe, ohne den Baum gespielt, obwohl ich ihn geskillt hatte. Nicht so clever, aber es geht auch ohne, ne? Praktisch, wenn man hat. Ich werde euch dann aber auch sagen, wo man zum Beispiel ziehen kann. Und Gedeihen habe ich auch fast nicht benutzt, vielleicht weil ich ein Gimp bin. Ihr könnt auch Verschmelzen spielen, wenn ihr das lieber habt oder das andere Photosynthese. Bleibt sich gleich, ne? Praktisch finde ich die Gleichgewichtsaffinität. Da haben wir nämlich dann noch zusätzlich den Typhoon. Und mit dem mächtigen Hieb haben wir noch einen Stun, der kann einem auch so ein bisschen den Arsch retten tatsächlich. Ihr könnt hier aber auch die anderen Affinitäten spielen. Ich habe Leute gesehen, die haben mit der Wächteraffinität gespielt, da kriegt ihr noch ein bisschen weniger Schaden, das ist vor allem in der letzten Phase praktisch. Oder die Wildheitsaffinität, da macht ihr mehr Damage mit, kann man auch alles vertreten, je nach Playstyle. Gut, soweit sind das die Talente. Ich hatte euch das gezeigt, die Consumables. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Kampf rein. Das wird ein bisschen längeren Ritt. Wir werden das nicht wie in den anderen Videos zweimal durchkauen, sondern einmal, weil ich denke, euch kann ich euch die Fähigkeiten nebenbei erklären, während wir das durchgucken. Ich glaube, der Kampf an sich dauert eh schon fast eine Viertelstunde und das ist ohne Wartezeiten. Wenn ihr zwischendrin nämlich HT zieht, es gibt mehrere Punkte, wo ihr dann quasi aus dem Combat kommt und theoretisch könnt ihr euch auch noch Folianten mitnehmen, dass ihr eure Talente wechseln könnt. Habe ich persönlich nicht gemacht. Ach, ein wichtiges habe ich noch vergessen, bevor wir uns das angucken. Ich habe mir noch ein zweites Wasser mitgenommen, Frischwasser. Das ist einfach ein Wasser zum Mana recken, denn ihr könnt zwischendrin Mana recken. Und ich glaube nicht, dass ihr eure teure Blutwurst offen raushauen wollt. Kauft euch irgendwas, was ihr einfach nur Mana recken könnt. Ihr könnt zwei, dreimal in dem ganzen Ding quasi Mana recken. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und schauen mal rein in das Ganze. Das Ganze hat insgesamt 7 Phasen, also es ist definitiv der längste Mage Tower, den ich bis jetzt zumindest gespielt habe. Und was ich euch empfehle, wenn ihr vorher noch keinen Heiler gespielt habt, zieht euch euer Raid Frame hier in die Mitte. Ihr könnt einstellen, Gruppe als Raid anzeigen, dann wird das hier schön angezeigt. Und macht euch Makros mit Mouseover. Ne? Ich kann euch jetzt zum Beispiel mal das kurz zeigen. Ich habe mir Mouseover Makros gemacht. Seht ihr, hier ist ein Mouseover-Makros, wo ich gleichzeitig Damage-Spells reingebindet habe und Heiler-Spells. Wenn ihr natürlich einen Heiler-Addon benutzt, dann braucht ihr das alles nicht, aber so als Tipp, die könnt ihr benutzen. Ich zeige es jetzt hier mal kurz, was ich zum Beispiel benutzt habe und da habe ich eigentlich fast alle Mouseover-Makros gemacht. Ob ihr das auch so spielt, ist euch überlassen, aber so ein kleiner Tipp am Rande.
dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und ihr seht schon, in der ersten Phase habt ihr hier verschiedene Wellen an Mobs. Es gibt eigentlich prinzipiell drei Arten von Mobs. Es gibt diese Bogenschützen, dann gibt es Magier, die Caster und dann gibt es so Melee-Mobs. Wichtig zu wissen ist, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und auf diese Fähigkeiten müsst ihr ein bisschen eingehen. Ja, ihr seht, hier haben wir als erstes einmal, die erste Welle ist einfach so ein Bogenschütze. Der schießt einfach random so ein bisschen rein, könnt ihr ein bisschen heilen, ihr könnt drauf DPSen. Ich habe hier mein Lasergerät aktiviert und jetzt haben wir die erste Fähigkeit von dem Mob. Er castet so einen Pfeil und dieser Pfeil haut einen Dot drauf. Ihr habt es vielleicht gerade kurz gesehen, wir gehen nochmal kurz zurück. Also der castet diesen Pfeil in eine Richtung. Und der erste Mob, der erwischt wird, kriegt den Pfeil ab. Ihr dürft selber den Pfeil nicht abkriegen. Das ist ein Mana-Drain und da ist sofort euer Mana weg. Und ihr habt hier so einen Debuff und den muss ich decursen. Der Spieler, der den Debuff kriegt, kriegt erstmal viel Schaden. Oder der den Hit abkriegt, kriegt viel Schaden. Den müsst ihr hochheilen. Kriegt den Dot, den müsst ihr instant dispellen und das zieht euch euer Mana extrem schnell weg. Wenn ihr selber getroffen werdet, seid ihr sofort bei 0 Mana und dann war's das. Ja? Also da solltet ihr gucken, dass ihr den schnell wegmacht. Dieses zweite Pack besteht aus einem Magier. Und aus einem von diesen Huntern. Die Hunter haben wir jetzt gesehen, ne? Mana-Pfeil zwischen reinstellen, easy. Ihr könnt ihn auch stunnen, ihr könnt ihn auch knockbacken, dann hört er mit seinem Pfeil auf, theoretisch. Ne? Oder er macht so wie ich, immer schön hinter die Gegner laufen, easy. Das nächste, was ihr gesehen habt, war der Magier. Der castet einfach relativ lange Casts. Die machen schon ein bisschen Schaden, beim Druid ehrlich gesagt in der Challenge nicht so viel. Ihr solltet nach dem zweiten Cast am besten den Typhoon reinhauen, dass er unterbrochen wird. Nämlich mit jedem Cast kriegt er einen Buff, dass er mehr Schaden macht. Und wenn er ein paar Casts durchkriegt, seht ihr, da hat er den ersten Ding, dann haben wir das Problem, da castet er den nächsten, dass er dann zu viel Damage macht. Ja? Und dementsprechend solltet ihr zwischendrin einmal unterbrechen. Ihr seht, hier haben wir jetzt noch diesen Melee-Mob. Der hat auch einen Cast, den wirkt er erstmal einmal und wenn er den durch hat, dann wirft er so einen Dolchfächer im Endeffekt um sich rum. Das macht sehr viel Damage. Ihr müsst diesen Grundcast von ihm durchlassen, also dass der erste Cast durch ist und wenn er den Damage kanalisiert, dann müsst ihr ihn unterbrechen und erst dann den Typhoon reinhauen. Am besten den Magier und den Typen erwischen, wie ich es vorhin gerade gemacht habe. Und die zweite Fähigkeit, da haben wir wieder diesen Dolchfächer, ihr lasst ihn durch und jetzt CC dann. Ich habe ihn einfach zum Beispiel jetzt hier gestunt, ne? Und dann passiert da nicht viel. Wenn ihr den ersten Cast unterbricht, castet ihr den Shit gleich nochmal und das ist eher suboptimal. So, jetzt haben wir hier die dritte Welle, da kommen drei Viecher und ihr seht, die casten das Ding. Jetzt schupfe ich sie alle, den Magier geschupft, die anderen geschupft und hier kommt Damage rein. Jetzt haben die dieses Verfolgen, da müsst ihr wegrennen oder ihr rootet den einfach. Solange der nicht angegriffen wird, bleibt der einfach im Root. Und ihr haltet dann einfach eure Gruppe voll. Der eine Typ gammelt da ein bisschen im Root rum und da passiert nicht viel. Ich habe den immer im Target hier oben, wie ihr seht, dass ich sehe, was der macht. So, er verfolgt mich wieder, jetzt haue ich wieder einen Root drauf und er bleibt da einfach drin. Ja? Der andere, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber der macht seiner E, deswegen ziehe ich hier die Trank. Und jetzt breche ich die Trank wahrscheinlich gleich ab, oder? Und versuche den einen zu wirbeln, der wieder sein E macht, weil dieser E macht richtig viel Schaden. Wenn ihr es verkackt und ihr zwei Typen habt, die gleichzeitig den AE macht, dann könnt ihr selbst mit der Trank, also mit dem mit eurem CD, nicht gegenheilen. Das funktioniert nicht, das macht zu viel Damage. Ja? Und sobald nur noch einer von denen da ist, ist easy. Ne? Er castet jetzt wieder seinen Cast und ich cast einfach den Wirbelsturm drauf, dann wird er unterbrochen von dem Ding, heil meine Leute wieder hoch. Jetzt muss ich wieder ein bisschen weglaufen. Ursus Vortex kann man da ausschmeißen, um wegzukommen. Man kann auch in die Reisegestalt gehen, ein bisschen weglaufen. Da ist man aber ein Ticken zu langsam. Ne? Man kann auch in die Bärengestalt gehen, das bisschen gegendingsen. Und ich versuche immer, die Typen relativ nah hier abzulegen, dass der Tank schnell vorkommt, dass die nicht auseinandergezogen werden. Er castet jetzt wieder seinen Messerwurf, haue ich meinen Typhoon rein, um alle zu unterbrechen. Und hier ist es tricky. Jetzt kommt von hinten der Pfeil und er verfolgt mich. Deswegen cyclone ich ihn, laufe hinter meinem Typen. Die Stelle ist übelst kritisch, dispelle ihn und dann versuche ich hier wegzulaufen. Ne? Weil an der Stelle, du musst den Typen hier cyclonen, auch wenn er dich verfolgt, weil sonst kannst du den Pfeil nicht abfangen lassen. Wenn man einmal den Pfeil abkriegt, dann hat man keinen Mana mehr und dann war es das. Ja? Er castet wieder seinen Shit, deswegen muss ich ihn in Wirbelsturm. Gleichzeitig tue ich hier den LOSen mit dem Ding, tue ihn dispellen und jetzt habe ich den Typen hier in der Hacke. Musste ich ihn einmal wegstunnen, weil Cyclon wird er irgendwann immun quasi gegen den Cyclon. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, dass ich das Ding nicht abkriege und wieder ein bisschen gegenheilen. Den dispellen und jetzt halt langsam runterspielen. Die letzten zwei Packs sind halt die schwierigsten, weil man da jeweils drei Mobs hat. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man quasi so ein bisschen gegen ankommt. Aber im Endeffekt sind es immer dieselben Fähigkeiten. Die Overlaps machen es halt schwierig und vor allem der Overlap hier am Ende, dass man gleichzeitig hinter einem Mob muss
und zusätzlich noch weglaufen. Und da ist, wie gesagt, das Beste, was ihr machen könnt, einfach zu gucken, dass ihr den einen cyclont. Dann macht der nichts mehr und gut ist es. Weil manchmal castet er dann nochmal seinen Dolchfächer und dann, wenn er ihn rootet, ist eh kacke und die ganzen Mobs hängen da vorne drin und da ist ein bisschen Struggle quasi dann angesagt. So, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir hier die erste Phase rum haben. Das ist erstmal so der erste Part. Ist schon relativ lang tatsächlich und wie gesagt, Mobwelle 1, 2 und 3 sind easy, da passiert nicht viel. 3 und 4, da wird spannend. Ihr könnt in Mobwelle 3 hier euer Inka-Baumdings ziehen. Ich habe es jetzt nicht gezogen, weil wie gesagt, ich habe das geskillt, aber irgendwie geübt ohne das, weil ich es nicht ganz gecheckt hatte. Aber da könnt ihr den Baum easy ziehen, ihr braucht ihn jetzt erstmal nicht mehr. Sobald ihr vollgereckt seid, lauft ihr hier in den Raum und jetzt werden eure drei NPCs erstmal einmal geschnappt und euch weggezogen. Die habt ihr nicht mehr, die müsst ihr auch nicht mehr heilen und jetzt habt ihr diese Augen. Und jetzt ganz gut aufpassen. Ich habe nämlich hier einiges nicht gecheckt. Legt am besten die Heilfläche hin, haut euch nochmal ein Hot drauf und jetzt dottet ihr diese Augen alle komplett einmal voll. Ja, ich hau die einmal mit Sonnenfeuer drauf. Nicht beide Dots draufhauen, wenn es blöd läuft, ist nämlich sterben die gleichzeitig und wenn diese Mobs explodieren, werdet ihr gleich sehen, hauen die sehr viel Schaden drauf. Seht ihr? Ich droppe hier runter auf 30% Leben, heil mich instant wieder hoch und haut das nächste Auge um. Immer wenn ein Auge stirbt, haut es euch etwa auf 30% Leben runter. Wichtig ist, wenn ihr ein Auge getötet habt, geht an die Stelle von dem Auge, denn wenn die Augen euch zu nahe kommen, pulsieren die auch noch mit Damage und ratzen euch auch instant runter. Und das ist eine Sache, die ich nicht wusste. Also ihr müsst von denen weg, ihr könnt die auch wegknocken. Dottet die, aber schaut, dass nie zwei auf einmal sterben. Wenn zwei auf einmal sterben, seid ihr tot. Die machen beide 70% eures Lebens runter. Und das war's dann. Ne? Also ihr müsst euch zwischendrin hochheilen. Und dann immer wieder ein Auge nach dem anderen töten. Mehr ist es nicht. Und, wie gesagt, nicht zu nah ran, weil den AE, den sie so casten, der macht auch relativ viel Schaden. Das ist es eigentlich hier in dem Raum. Mehr ist es nicht. Ihr müsst aber schauen, denn ihr habt nur 5 Minuten. Ihr seht an der Seite Phase 3, da ist ein Timer, der runterläuft, dass ihr schnell seid. Deswegen könnt ihr nicht ein Auge töten, gemütlich hochheilen und dann den nächsten, sondern ihr müsst da damagen. Jetzt haben wir hier so einen Mob, den wir rausziehen können. Da tun wir alle Fledermäuse mit beiden Dots dotten und dann greifen wir komplett ihn an. Ihr könnt die wie ich hier mit dem Typhoon auseinanderkicken und ich hau hier meinen Zyklonbeschuss raus. Das ist mein Trinket, das macht ganz gut Single-Target-Schaden. Wenn ihr das nicht habt, egal, ihr könnt das auch mit einem anderen Trinket spielen. Ich tue jetzt mal hier kurz stoppen, weil mir einfällt, ich kann euch noch einen anderen Trinket-Tipp geben. Solltet ihr das Trinket nicht haben, diesen Zyklonbeschuss, ihr könnt den auch hier mit dem verheerten Samen spielen. Das ist ein AE-Trinket, das könnt ihr dann da reinschmeißen, dann müsst ihr die Fledermäuse auch gar nicht spielen. Das macht einfach ein bisschen AE-Schaden, legt eine Lache auf den Boden, ist ähnlich gut wie der Zyklonbeschuss. Macht sogar noch AE-Damage und das kriegt ihr vom ersten Boss aus dem, nicht aus dem Schloss Nathria, sondern das bekommt ihr vom ersten Boss aus einem Legion Raid und zwar Smartgrüner Albtraum. Hier, da ist der Samen. Das könnt ihr in der gleichen Woche im Mythic machen, im HC, im NHC und im LFR. Ihr habt 4 Chancen, ihr könnt auch noch Bonus-Rolls im Dalaran holen. Da kriegt ihr es eigentlich. Da müsst ihr schon ganz schön Pech haben. Ne? So viel nur dazu. Also das könnt ihr hier auch ziehen. Ich habe meinen Zyklonenbeschuss da gezogen, also mein Trinket. Bleibt sich gleich. Und ihr seht, jetzt tun wir den DPSen. Ich habe es hier ein bisschen risky gemacht, tatsächlich. Ich wäre fast gerippt, wie ihr seht. 2% Leben hatte ich. Das soll ich vielleicht zwischendrin heilen. Ne? Übrigens, die Fledermäuse, umso länger die leben, die stacken sich einen Wutbuff hoch und machen immer mehr Schaden. Ihr solltet gucken, dass die zügig sterben. Jetzt ist es so, ihr haltet euch hoch und jetzt macht ihr das Tor auf, nehmt diesen Typen, der rumläuft, ins Target, der hat einen 4-Buff drauf und tut ihn instant dispeln. Und dann habt ihr 3 Typen hier, die haltet ihr hoch, used eure Heal-CDs, ne? Also hier den Instant-Heal, die beiden Instant-Heal-Geschichten usen, da draufhauen. Ihr müsst nämlich jetzt dann gleich nicht mehr viel heilen, sondern hier den Mob runterhauen. Und hier heißt, dass ihr Damage machen müsst, ne? Ihr seht, wir haben hier eine Zeit, die Zeit tickt runter. Und jetzt ist es so, der macht auch seinen Schuss, den könnt ihr unterbrechen mit einem Typhoon und anderen Sachen. Oder ihr stellt euch hinter diese Nachtelfen hin und die soaken quasi den Schuss. Wenn ihr die nicht hochhaltet, habt ihr die quasi nicht als, ja, so kleines Schild, würde ich mal sagen. Hier macht er seinen nächsten Cast. Wie gesagt, ihr könnt auch den Typhoon benutzen, ihr könnt auch den Bash benutzen, um sie abzubrechen. Ich habe jetzt halt die sichere Variante gewählt, bin immer hinter die gelaufen und habe ihn so runtergedpst. Ihr braucht die nächsten paar Sekunden eigentlich nicht die CC, die CC-Sachen, aber ja, ich habe es jetzt sicher gespielt, ihr könnt da ein bisschen Zeit rausholen, wenn ihr die nicht hochhaltet und dafür den immer wegstand. Gut, dann haltet ihr euch hier hoch und jetzt ist es so, da ist wieder ein Türchen. Das Türchen machen wir auf und übrigens diese Kugeln, die waren unten auch schon mal, die könnt ihr mit dem Sonnenfeuer zerstören. Ihr dürft nicht in die Kugeln reinlaufen, die töten euch ziemlich schnell.
Und in die Leichen der Kugeln dürft ihr euch auch nicht reinlaufen. Wenn ihr die umhaut, dann werden die halt dementsprechend, fliegen die halt nicht mehr rum, ne? Aber ihr dürft da nicht reinlaufen, die killen euch fast instant. Dann machen wir das Tor auf. Ich zeig den Typen, der da drin ist. Dotte, diese Augen, die sind die gleichen wie vorher, wieder alle zu mit dem Sonnenfeuer. Bitte nur das Sonnenfeuer, wenn ihr beide drauf haut, sterben die gleichzeitig, dann seid ihr RIP. Und dann kill ich eins. Haut mich wieder fast tot, dann schaue ich, dass ich mich wieder hochheile. Hier. Und dann gehe ich wieder auf die Augen. Übrigens, der Typ haut einen Cast auf euch raus, der macht ein bisschen Schaden, ist jetzt nicht gewaltig. Und er tut an eure Position diese Augen auf den Boden hinsetzen, die diese Laser hauen. Sobald diese Augen spawnen, einfach auf die andere Seite vom Raum laufen und gut ist. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr nicht zu den pulsierenden Augen hinlauft, zu den Dingern, die ihr hier tötet. Denn wenn ihr neben denen steht, kriegt ihr einen Haufen Schaden. Deswegen, da dürft ihr nicht hinlaufen. Und immer komplett voll heilen und dann erst das Auge töten. Weil wie gesagt, das haut schon ziemlich viel raus. Dann habt ihr noch den Typen, der castet, der kriegt vielleicht noch einen Strahl ab. Wenn ihr nicht komplett voll seid, dann ist RIP. Ich habe alle Augen getötet. Jetzt habe ich den Zyklonbeschuss, habt ihr gesehen, wieder auf den Mob draufgehauen. Wie gesagt, wenn ihr das Kapseltrinket habt, dann könnt ihr das hier auch reinschmeißen. Schmeißt es aber erst rein, wenn ihr die Augen getötet habt oder nur noch ein Auge da ist, denn es macht da eh Schaden. Und wenn das alle Augen gleichzeitig runterhaut, seid ihr tot. Also das wollt ihr nicht. Hier, wenn ihr nicht mehr so viel Zeit über habt, ne? Wenn ihr jetzt unter 1 Minute 30 über habt, dann solltet ihr auf jeden Fall HT und euren Pot ziehen. Ich habe hier gerade einen Try gemacht, wo ich weder HT noch einen Pot gezogen habe. Also ihr habt gesehen, ihr habt noch im ganzen Fight kein HT und kein Pot gezogen. Ich hatte jetzt noch über 13 Sekunden, ne? Es war knapp, aber es hat gepasst. Wenn ihr quasi Zeitprobleme habt, noch 1.10, 1.20 habt, zieht hier auf jeden Fall Heldentum und den Pot. Es ist nicht schlimm, denn das Einzige, was ist, dann müsst ihr hier einfach 10 Minuten warten oder 8 Minuten oder sowas, bis es wieder ready ist. Also ihr könnt hier so lang bleiben, wie ihr wollt. Ihr habt jetzt keinen Zeitdruck mehr. Ihr könnt quasi bei dem Boss hier jeden CD alles poppen, was ihr habt. Ne? Das ist vollkommen egal. Ich habe einige Tries auf den Boss gebraucht und hat einfach keine Bock mehr, jedes Mal hier 10 Minuten zu warten. Deswegen habe ich meine Rambazamba-Taktik gemacht und versucht, mir alle CDs zu sparen. Hat funktioniert, aber ja, das ist nicht notwendig. So, ihr könnt euch voll recken, dann lauft ihr hier rein. Und jetzt kommt erstmal nochmal so ein kleines RP-Event quasi. Und hier ist es jetzt gleich so, dass eure NPCs quasi gegeneinander kämpfen, ne? Also die fangen jetzt an, gegeneinander zu kämpfen. Ihr müsst die ein bisschen hotten. Und dann kommen hier vom Rand derweil Wellen an, ja, an Mobs, die ihr hochheilen müsst, die in der Mitte zu diesem Boss hinfliegen. Und diese Typen müsst ihr hochheilen. Wenn ihr es nicht schafft, die Typen hochzuheilen, dann ist es so, dass die, nachdem ihr insgesamt, ich glaube, 8 Typen hochgeheilt habt, als Gegner ankommen. Das sind dieselben Gegner, die ihr am Anfang hattet. Also es können Millis sein, es können Rangers, also Caster sein und Konsorten. Und dementsprechend solltet ihr gucken, dass ihr die hochheilt. Ihr wollt einen durchlassen, aber das werde ich euch gleich nochmal erklären, wann. Jetzt heilt ihr eure Typen so ein bisschen hoch, legt auch diese komische Heilfläche da einmal hin. Und jetzt ist es hier, jetzt könnt ihr hier den Baum ziehen. Ihr müsst ihn nicht ziehen, könnt ihn aber ziehen. Ihr haltet die Typen noch hoch, dann könnt ihr hier die anvisieren. Seht ihr die hier? Und da zieht ihr jetzt alles drauf, was ihr habt. Ja? Ihr wollt alle drei hochziehen und da wird es relativ knapp. Ihr solltet auf dem ersten nachwachsen draufhauen und hier diesen Instant-Heilung. Auf dem nächsten auch nachwachsen und den anderen Instant-Heal drauf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißen. Und auf den letzten einfach mit Nachwachsen durchziehen. Dann, wenn ihr die alle drei geheilt habt, dann kommen die nächsten drei hier. Und da einfach auch voll mit Nachwachsen durch. Und hier braucht ihr nur 2 heilen. Ihr habt jetzt keine CDs mehr, wir haben nur 2 geheilt und lasst einen durch. Solltet ihr bei dem ersten Welle es verkackt haben und einer kommt durch, dann solltet ihr am besten gucken, dass ihr bei der zweiten Welle alle versucht hochzuziehen. Wenn es nicht klappt, auch nicht hundertprozentig schlimm, ja, aber ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Teil nicht verkackt habe und mir 2 durchgekommen sind. Aber einen habe ich jetzt durchgelassen. So, jetzt kommt die dritte Welle. Und jetzt ziehen wir Gelassenheit hier. Und dann werden die eigentlich alle easy hochgehalten. Ne? Nebenbei müsst ihr halt immer gucken, dass ihr die halt noch ein bisschen hottet, während die keine Typen kommen. Ab und an brauchen die noch 1-2 Casts, dass die dementsprechend komplett voll gehen. So, jetzt die Typen nicht mehr heilen, dass ihr aus dem Combat kommt. Und seht ihr, jetzt können wir hier unten das Fläschchen trinken. Ich habe ein bisschen Mana verloren, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal Mana hochziehen. Und ich habe irgendwo anscheinend 2 durchgelassen. Seht ihr, jetzt kommen die nochmal. Also ich habe es verkackt, habe einfach nochmal 1 geheilt. Somit insgesamt 8. Und jetzt werden mir gleich hier 2 Gegner kommen. Ja? Also irgendwie
habe ich es anscheinend verkackt, ist doch einer durchgekommen. Wenn das passiert, ist auch kein Weltuntergang. Normalerweise sollte es nach drei Wellen zu Ende sein, weil wir insgesamt 8 hochheilen müssen und einer einen lassen wir durch. Wenn ihr gar keinen durchlasst, dann habt ihr das Problem, dass ihr nicht aus dem Combat kommt und direkt der Fight beginnt gegen den Boss und das wollt ihr nicht. Ja, deswegen, ihr wollt zwischen den Mana recken, deswegen wollen wir einen durchlassen. Wie gesagt, ich hab's verkackt, hab irgendwie 2 durchgelassen, jetzt habe ich hier 2 Melee-Typen. Das ist eher suboptimal und vor allem am Anfang, ich weiß nicht, ob das bei mir ein bisschen gesponnen hat, haben meine NPCs nicht eingegriffen. Die haben jetzt wieder ihren Dolch-Dings gecastet, hab beide mit dem Typhoon interrupted. Jetzt muss ich halt ein bisschen weglaufen. 2 Dolchtypen sind eigentlich das ekligste, was du haben kannst. Jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen Mana rausgehauen. Normalerweise, wie gesagt, hat man einen, wenn man es richtig macht und dann ist kein Stress. Aber ihr seht, es funktioniert trotzdem. Den habe ich jetzt nochmal geroutet, weil er mich jetzt wieder verfolgen wird. Seht ihr, jetzt versuchen wir einmal die Gruppe nochmal vollzuziehen. Einer ist schon mal hier down gegangen. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken. Naja, obwohl wir werden nicht mehr racken können, aber ich habe fast volles Mana. Genau. Jetzt müssen wir halt den letzten Typen hier noch wegkriegen. Ich habe dir nochmal gezeigt, dass er seinen Dolchfächer nicht durchkriegt. Lieber den immer gegenseiken als das gegenheilen, weil das macht extrem viel Schaden. Dann droppen euch die Leute runter, ihr pulvert Mana ohne Ende. So, sobald ihr den getötet habt, seht ihr, der Boss kommt raus. Und jetzt haue ich den Dots drauf, ziehe Pots und HT und haue meinen Zyklonenbeschuss raus. Wenn ihr das andere Trinket habt, könnt ihr eure Lache hinsetzen. Und jetzt ist es so, ich stoppe mal ganz schnell. Jetzt ist es so, dass der eigentlich nicht viele Fähigkeiten hat, der Boss. Der hat eigentlich die Fähigkeit, dass er die Lache hinlegt. Die macht Schaden. Die könnt ihr ab und an nutzen, um euch reinzustellen. Und eure NPC stehen die komplett in der Lache und ihr müsst die heilen. Und ihr kriegt einen Debuff. Und wenn der Debuff ausläuft, dann kriegen die Mobs, also alle anderen aus der Gruppe, so viel Schaden, wie ihr noch am Leben habt. Deswegen solltet ihr am besten gucken, dass ihr halbwegs low seid, etwa auf 30, zwischen 30 und 50% Leben habt, dass die Gegner nicht gewonnen, also eure Verbündeten nicht gewonshottet werden, aber ihr genug Leben habt, dass wenn der Boss euch anspringt, und das macht in regelmäßigen Abständen, ihr nicht sterbt. Ihr werdet es gleich sehen. Ich stehe jetzt eigentlich schon zu weit weg, ich müsste hier an dem Paddel stehen. Er springt mich an und der Buff ist gleichzeitig hochgegangen. Ne? Das war jetzt ein bisschen, musste ich ein bisschen pokern, dass ich mich so etwa auf 50% halte. Dann muss ich mal gucken, dass wir die Gruppe komplett voll halten. Am besten selber nicht heilen, so auf 30% lassen. Jetzt kriege ich wieder den Buff hier. Und ich schaue, dass ich halbwegs low bleibe. Aber 30% sollte ich haben, dass wenn der Boss mich anspringt, was er jetzt macht, dass ich nicht gewonshottet werde. Ne? Also ihr seht, das ist immer relativ close, das Ganze. Und umso mehr Leben ihr habt, umso mehr kriegen halt eure Leute in den Latz, ne? Wenn der Debuff ausläuft. Also da sollte man immer ein bisschen gucken. Boah, da war ich schon wieder ganz, ganz knapp low. Am besten immer vielleicht nur so ein Erneuern drauf. Und wenn ihr zu viel Leben habt, lauft einfach in die Fläche hier rein und verliert dadurch wieder ein Ticken was an Leben. Und dann gehen wir jetzt halt einfach immer im Kreis rum. Wenn ihr es könnt, dann haltet die Dots auf dem Boss aufrecht. Ihr seht, bei mir war es nicht drin. Mir sind die Leute zu weit runtergetickt. Und ich musste hier nochmal CDs ziehen. Hab den Baum jetzt auch nochmal gepoppt. Also hier ist er auf jeden Fall auch ganz praktisch. Und zieht euch eure Dev-CDs, zieht die Baumrinde, zieht den Trank, den ihr habt, nützt eure Instant-Eigenheilung, beziehungsweise schaut vielleicht auch, dass ihr die Iron Borg verteilt, die könnt ihr euch auch selber geben, dann müsst ihr euch nicht so weit hochziehen und eure Mobs kriegen ein bisschen weniger Schaden, weil quasi der Hit macht dann weniger, ne, wenn ihr die Iron Borg drauf habt und dann könnt ihr ein bisschen lower gehen. Und sonst, seht ihr, wird der Platz immer ein bisschen enger. Und jetzt ist dann gleich Feierabend. Jetzt musste ich mir selber nochmal hochziehen, weil ich zu low war. Und der Buff, wenn er ausläuft, dann, ja, hatte ich jetzt das Problem, dass ich auf 63 noch bin. Ihr seht, die kriegen jetzt wesentlich mehr Schaden. Aber Boss ist tot. Etwa 2 Minuten dauert das am Ende tatsächlich. Und wenn ihr zu lang braucht, dann könnt ihr euer Trinket nochmal einsetzen. Also den Zyklonenbeschuss, den ich drin habt. Oder ihr könnt dann 3-mal eure Kapsel einsetzen, wenn ihr den nicht habt. Und das draufhauen. Das war's im Großen und Ganzen vom Bosskampf. Das letzte ist einfach, also die letzte Phase mit dem Boss ist einfach nur eine Geschichte, dass ihr es ruhig runterspielt, im Kreis laufen, 30-50% halten und schauen, dass eure Gruppe nicht rippt. Ihr habt gesehen, ich habe eigentlich jetzt den Boss nicht weiter hochgedottet und es ging vom Damage aus. Wenn ihr das besser als ich spielt und ihn mehr dottet, dann sollte es mit dem Platz kein Problem werden und ihr solltet am Ende nicht in der Grütze stehen wie ich, aber ja, ich habe das jetzt nicht ganz optimal gespielt. Gut, das waren soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Sollten da noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr die gerne einmal in den Kommentaren noch schreiben und sonst werde ich euch noch eine Playlist, die ich jetzt noch erstellen muss, verlinken mit den anderen Challenges,
wie gesagt, alle vom Druid habe ich bis jetzt gemacht und auch einen Guide zu gebastelt. Und wahrscheinlich wird es demnächst auch noch ein paar andere Klassen geben, sobald ich die geschafft habe. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.